Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror 2. Ja, wir sind in dem Turm, ne? Von Eleonoras Ehemann. Ich weiß gar nicht, hat man den damals kaputt gesprengt? Oder ist er... was vor 12 Jahren passiert ist, war ja 12 Jahren, kann ich jetzt nicht so ganz mit den Ereignissen hier oder mit dem Zustand hier in Einklang zu bringen, aber lasst uns mal überraschen. Wir haben wieder Dinge zu gucken. Ketten, schmiedeeiserne Ringe, grob behauene Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. War ja eher nicht wie modern. Aus einem Frankenstein-Film. Ja, das kann möglich sein. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Die Logik sagt mir, dass der Turm seit Jahren hier so steht und die Chance sehr gering ist, dass er ausgerechnet einstürzt, wenn ich hier drin bin. Tja. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht länger hier bleiben sollte als unbedingt nötig. Ist das beste Gefühl, wo gibt. Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgeweicht vom Regen. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur an einer Ecke nass. Zeitungsausschnitte. Von 1981. 12 Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des bla 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 bla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst 12-jährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch 2 Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek-Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an 3 der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor 2 Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater... bla 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 bla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor 12 Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Ach, so war die Konstellation. Ich glaube, das hatte ich damals auch noch nicht so in der Form. Ich dachte, es war Eleanor, die irgendwie im Verwandtschaftsgrad war. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. A, B, B, A, 0. Ich habe das hier. Und dann noch Rhesusfaktor negativ. Das kompatibelste Blut für alle. Aber, ja, man selber hat ein Problem. Man kann nicht jedes Blut nehmen. Gut, Karten mal. A, B, B, A, 0, ja. Okay, was haben wir noch? Ein Durchgang. Da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Okay. Holla, ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Das war sie. Funktioniert tadellos. Aber beim Tresor wird er mir nicht weiterhelfen. Okay. Aber für irgendwas anderes. Funktioniert tadellos. Aber ja. Was haben wir hier noch? Immer noch Schutt. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein. Aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Oh, das habe ich gar nicht gesehen hier. Ich dachte, das sieht komisch aus. Fährst du mal mit der Maus rüber? Ein Stück Plastikrohr. Ich stecke es ein. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn.
Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Ein dünnwandiges Plastikrohr. Keine 30 cm lang. Okay, dann gehe ich mal jetzt hier an den Tresor. Ist nichts weiter hier? Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Das hat er auch unbeschadet überstanden. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Toll. Es sind aber immer die gleichen. A, S, B, R, C, U. D, F, E, O, A. Aber es sind fünf. Warte mal. Was war das? Das war Blutgruppe A, B, B, A, 0. Den letzten konnte ich gar nicht drehen. Okay. Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind Richard Gordon und William Gordon. Ach. Das Blut der Gordons. Wieso hat das... Was will Angelina damit? Braucht sie es selber für irgendwas? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann... Dann sehen wir weiter. Ob sie wirklich drin steckt? Ich bezweifle es. Aber wahrscheinlich hat sie irgendwas rausgefunden, was sie dazu veranlasste, das zu tun hier. Mehr als die Blutkonserven ist da nicht drin. Und ich weiß, was ich wissen musste. Angelina war hinter dem Blut der Gordons her. Die Frage ist, wieso und was ich damit zu tun habe. Jetzt haben wir nur noch das Schweißgerät und das Poster. Das Poster, es war klar, es war der Hinweis. Können wir hier irgendwas mitmachen? Die Metallstange schweißen. Nö. Warte mal, vielleicht könnte man den Gartenschlauch hier Nee. Solange ich nicht weiß, wozu, zünde ich hier gar nichts an. Okay, ja, warum auch nicht? Aber er würde es benutzen, richtig? Aber was anderes? Solange ich nicht weiß, wozu, zünde ich hier gar nichts an. Boah, warst du in der Gruft? Oh. Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto! Der andere Mann ist zurück! Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen, ja? Cool. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Der Schlauch ist kaputt. Hier gibt es einen Riss von über einem Meter Länge. Kann man den... Kann man? Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So, damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Die kann ich wieder zusammenflicken mit dem... Na toll. Der Schlauch passt genau nicht in das Rohr. Wenn ich es vorher erhitze, müsste es sich ausdehnen und ich könnte die Schlauchenden verbinden. Okay. Gefahr erkannt. Dann hätten wir das Mysterium mit dem Plastikrohr und dem Ding hier geklärt. Mit ziemlicher Sicherheit.
Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen. Ich denke, das sollte reichen. Und hat das schon kombiniert? Nee, noch nicht. Jetzt das. Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Dann haben wir nämlich wieder einen langen Schlauch, ne? Den können wir dann ans Wasser, an den Wasserhahn ranpacken. Der funktioniert ja. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Okay. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. Dann gehen wir nochmal in die Gruft. Zum Garten. Hat sich hier was geändert außer dem Morast? Nein. So. Und wir können bestimmt den Wasserschlauch hier dran machen. Sitzt. Erst einmal sollte ich das andere Ende des Schlauchs irgendwo platzieren. Kann ich aber nicht. Ach, der ist hier noch da. Ah, können wir das hier... Nee. Warte mal, können wir vielleicht... Der funktioniert hier auch noch. So? Tatsache. Dann machen wir den Morast noch morastiger. Ah, vielleicht locken wir ihn dann hier, den Tom, hier durch, dass er hier stecken bleibt. Das wäre eine Idee. Der Schlauch ist platziert. Das könnte funktionieren. Dann rufen wir ihn und dann bleibt er hier stecken. Das wäre voll die Idee. Und bevor ich... So. Jetzt kann also, ja, okay. Setzen wir den Morast unter Wasser. Das müsste reichen. So. Da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte und... Mir egal, was mit deinem Kopf ist, du dämliches Stück Scheiße. Boah. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier Ausschau nach dem Arschloch. Und jetzt? Ich komme nie bis zum Auto. Tom würde mich entdecken und ich glaube, ich habe eine Waffe gesehen. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Na, hab ich ja schon. Also, ich glaube, dass ich es schon habe. Mama, vielleicht... War das jetzt bloß der Hinweis? Okay, hoffen wir, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Puh. Los geht's. Hey, Tom! Aber renn selber nicht rein. Halt! Stehen bleiben! Keine Bewegung oder ich schieße! Und das wäre dann sicherlich das Highlight deiner letzten 5 Minuten auf Erden. Hol mich hier raus! Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht gerade noch erschießen? Ich will hier raus! Dann wirf deine Waffe dort in den Sumpf und gib mir deinen Autoschlüssel. Ah, clever. Ich werde... Ja? ...elendig verrecken. Hier! Jetzt hol mich raus! Nicht so schnell. Oh, ja, reden. Was ist mit Angelina? Steckt sie in der Sache drin? Ich hab dir schon gesagt, dass ich keine Angelina kenne. Das wage ich zu bezweifeln.
Sie war vor ein paar Tagen im Dorf. Dann habe ich sie nicht gesehen. Sie wäre dir bestimmt aufgefallen. Nochmal, ich kenne keine Angelina. Und im Dorf hat niemand rumgeschnüffelt außer dir, kapiert? Wirft mir endlich ein Seil zu! Oder irgendwas! Wer hat den Auftrag gegeben, mich zu entführen? Du sollst mich hier rausholen! War es dieser Geheimbund? Ich weiß nichts von einem Geheimbund! Der Orden! Das sagt dir nichts? Doch, ist ja gut. Ich sollte dich finden, betäuben und hierher bringen. Und dann? Sie wollte sich per Telefon melden und mir weitere Instruktionen geben. Aha. Sie? Eine Frau. Klang ziemlich alt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wollte nicht, dass ich in Willow Creek bleibe? Ja, ich sollte dich so schnell wie möglich hierher bringen. Weißt du, wer zum Orden gehört? Keine Ahnung. Ich habe diese Freaks nur mal bei der Mine beobachtet. Hatten alle Masken auf. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also gut, ich hau ab. Die Polizei wird bald hier sein. Hol mich endlich hier raus! Warum? Glaubst du ernsthaft, du könntest darin versinken? Idiot. Okay, wo geht's hin? Vermutlich zum Hotel? Da, zum Hotel, super. Warum auch nicht zum Hotel? Ey, 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 ey. Entschuldigen Sie, Sir. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Wer hat ihn abgegeben? Das weiß ich nicht. Er war im Briefkasten des Hotels. Aber es ist keine Briefmarke drauf. Er muss also eingeworfen worden sein. Aha. Danke. Er ist von Angelina. Ah. Lieber Darren. Ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich beschäftige mich schon länger mit Willow Creek, Black Mirror. Und habe in Biddeford nach dir gesucht. Ich bin da auf etwas gestoßen, von dem ich hier nicht schreiben möchte. Nur so viel, du bist in Gefahr. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dir nach dem Leben trachtet. Schon in Maine waren sie hinter dir her. Mich haben sie hier in Willow Creek erwischt. Ich konnte fliehen und verstecke mich seitdem an einem sicheren Ort. Erst heute habe ich erfahren, dass du hier bist. Ich werde dir alles erklären und hoffe, dass du mir verzeihen wirst. Nein, ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, wenn du erst die schreckliche Wahrheit kennst. Komm heute Abend um 11 zum alten Leuchtturm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Dort werde ich dir alles erklären. Gemeinsam können wir diesem Spuk ein Ende machen. Pass auf dich auf und vertraue niemandem. Du weißt nicht, wer alles zum Orden gehört. Angelina. Also auch sie theoretisch. Also ich dürfte ihr auch nicht trauen. Angelina ist am Leben, das ist die gute Nachricht. Aber was für ein Spiel spielt sie? Kann ich ihr trauen? Sie hat mich belogen. Sie wusste die ganze Zeit über diesen Ort Bescheid. Und Reginald Boris war bestimmt auch kein Unbekannter für sie. Die Frage ist, auf welcher Seite steht sie? Welches Ziel verfolgt sie? So oder so. Ich werde es heute Abend am Leuchtturm erfahren. Aber ich sollte mich absichern. Die einzige Stelle, an der ich ein paar ehrliche Antworten erhalten kann, ist die Chronik der Gordons. Wenn ich weiß, welche Rolle der Orden spielt, kann ich davon vielleicht ableiten, welches Spiel Angelina spielt. Ich muss einen Weg finden, die Chronik im Museum zu lesen. Da müssen wir einfach hin. Oder? Ja. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Firefox.